Die erste Disziplin im Triathlon ist das Schwimmen. Bei Volks- und Schnuppertriathlons beträgt die Distanz meist wenige hundert Meter. Oft wird sogar im Hallenbad geschwommen. Ein wichtiges Utensil, die Schwimmbrille. Sie schützt die Augen vor Wasser und sorgt für eine klare Sicht. Günstigste Variante, die sogenannte Schwedenbrille. Sie besteht komplett aus Plastik und kostet nur wenige Euro. Sogar viele Profischwimmer tragen so eine. Nachteil der Schwedenbrille, sie ist recht hart. Falls Sie beim Schwimmen mal einen Schlag vom Nebenmann abbekommen, tut das richtig weh. Für rund 20 bis 30 Euro bekommen Sie dagegen Brillen, die dieses Manko nicht haben. Solche teuren Schwimmbrillen bestehen aus Silikon und Gummi. Sie sitzen angenehmer, geben Treffer nicht so hart weiter und erlauben meist eine bessere Sicht. Unter Triathleten weit verbreitet ist die Zox Predator oder die Aquasphere Cayenne. Falls Sie am Kopf empfindlich auf Kälte reagieren, lohnt sich eine Bademütze aus Silikon für wenige Euro. Die können Sie auch im Training tragen. Bei Wettkämpfen verteilen die Veranstalter dagegen oft Gummimützen, die Sie auf jeden Fall anziehen müssen. Tipp: Wenn Ihnen richtig kalt ist, ziehen Sie Ihre eigene Mütze noch unter die des Veranstalters. Klar, nackt schwimmen geht nicht, die günstigste Variante für den ersten Triathlon, eine normale Badehose. Bei sehr kurzen Triathlon-Wettkämpfen wie bei einer Volksdistanz können Sie die Badehose nach dem Schwimmen einfach anlassen und damit Radfahren und laufen. Sie müssen dann nur in der Wechselzone ein Trikot überziehen, denn oben ohne ist beim Radfahren und Laufen verboten. Die Profi-Variante ist der Triathlon-Anzug. Den können Sie während aller drei Disziplinen tragen. Triathlon-Anzüge trocknen schnell, haben für das Radfahren ein kleines Sitzpolster eingebaut und reiben nicht beim Laufen. Triathlon-Anzüge kosten ab ca. 80 Euro aufwärts, es gibt sie als Einteiler oder in Kombination Hose und Top. Findet Ihr erster Triathlon im See statt, kann ein Neoprenanzug nutzen. Er wärmt nicht nur, sondern gibt dem Schwimmer Auftrieb und gleitet leichter durchs Wasser. So ein Neoprenanzug kostet allerdings ab 180 Euro aufwärts. Wenn Sie nur wenige hundert Meter im See schwimmen müssen, lohnt sich die Anschaffung vielleicht gar nicht. Doch Vorsicht! Ab einer bestimmten Wassertemperatur wird der Neopren manchmal sogar vorgeschrieben. Dann besteht die Möglichkeit, sich einen zu leihen, zum Beispiel auf der Messe vor Ort. Soweit zum Schwimmmaterial. Im nächsten Video werden wir uns ansehen, was Sie zum Radfahren alles brauchen. Wenn Sie in Zukunft kein Video von uns verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal über diesen Button hier. Viel Spaß wünscht Ihnen triathlontipps.de.